Das macht wirklich Laune. Und es ist gutes Stimmtraining. Das ist nicht so schwer, wie es aussieht. Und trotzdem ist es recht anspruchsvoll. Was denkst du eigentlich, wer du bist, ey? Wieso greifst du mich an, du Kreatur der Dunkelheit? Ah, ich liebe es, mit so einer dunklen, tiefen Stimme zu reden. Denn so kann mich jeder ernst nehmen. Sie ist so tief und geheimnisvoll. Und tschüss, du! Und, mit so einer Stimme zu reden. Ah, du bist der von vorhin. Du bist immer noch nicht tot. Tschüss. 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 Oh Gott, wie das aussieht. Tschüss. Was zu? Tschüss, habe ich gesagt. Na, geh doch. So, und du gehst noch da rein. Tschüss. Sehr schön. So was mag ich. Kooperative Monster. Na gut. Sie mussten sterben. Weil. Warum? Weil ich es so befohlen habe. Warum denn sonst? Gibt es sonst einen besseren Grund, damit sie sterben müssen? Ja gut. Nee, die Mission mache ich jetzt nicht, weil müsste ich dann zweimal machen. Und da habe ich echt keinen Bock. Habe ich echt keinen Bock für. Keinen Bock für. Keinen Bock zu. Naja. So ist es so und so muss es sein. Und ich falle runter in die Lava. Oh, Edelsteine. Aber hey. Ich mag das Level eigentlich. Das Level an sich selbst ist nicht schlimm. Ja, Spinner, du Faun. Ich sollte vielleicht mal eins meiner Pokémon Spinner nennen. Hallo, Spinner. Aber sind Faune nicht weiblich? Spinner der Faun. Ja, das bringt mich jetzt irgendwie aus der Fassung. Bam, ich hab dich befreit. Hallo, du. Gott sei Dank hast du die Tür für mich aufgebrochen. Ich dachte, ich müsste für immer da drin bleiben. Ich habe hier diese schicke Kugel gefunden. Nimm sie bitte. Na klar. Boah, das sind sehr modebewusste Kreaturen. 41 Kugeln, Leute. Wie viel Prozent des Spiels haben wir bitte schon geschafft? Wollen wir das im Menü nachschauen? Nee. Naja. Gut, uns fehlen noch einige Edelsteine. Die Kugeln hole ich dann später. Ich hab's doch schon zigmal gesagt. Die Kugeln hole ich nie. Wo ist eigentlich das Ding, wo ich rein... Nein, ich will nicht wieder an den Anfang geportet werden. Nee, wo muss ich jetzt eigentlich rein? Wo ist das Ding? Ich auf der anderen Seite. Na gut, dann gehe ich schon mal rum. Die Abkürzung nehmen. Und dann den längeren Weg zu nehmen. Das ist da. Gut. Ich muss also da runter hopsen. Also da runter gehen und dort hinzukommen. Gut. Ha, gut, dann machen wir das. Aber kann ich nicht von hier dorthin kommen? Natürlich, wenn ich nicht so dumm zum Laufen wäre. Nee, kann ich nicht. Und ich fall wieder in die Lava. Wow. Ich bin so gut, dass ich schon wieder schlecht bin. Heieie. Und ich hasse die Viecher, ich hasse die Viecher. Also so Hasskreaturen. Kreaturen. Geboren aus Hass. Und das ist der Bösewicht. Uah. Nee, dieser Typ hier drin, der ist aber nur böse. Dumm und böse. Warum? Das werdet ihr sehen, sobald wir Bruchhügel nochmal machen.
Ja. Bärtchen. So. Tschüss. Oh, ein 25er. Was machen die Dinger? Heieiei. Nein, hier kann man eigentlich nicht hochspringen. Habe ich schon zigmal versucht, geht nicht. Ja, da können wir uns den ganzen langen Weg eigentlich sparen. Jetzt springen hier. Hier springen und hier hochhüpfen. Und dann hier eine Zeit lang zu rennen. Und hier hochzuhüpfen, hier hochzuhüpfen, hier hochzuhüpfen. Und da rein zu rennen. Und noch ein weiteres Leben zu erhalten. So. Nein, das sind noch nicht alle Edelsteine. Bei Jäger noch welche? Ja, Jäger ist auch hier. Schaut ihr nur an. Ja, da sind noch ein paar Edelsteine. Aber ich spreche ihn jetzt noch nicht an, weil dann habt ihr... Dann werdet ihr schon hören, was er zu sagen hat. Und diese Mission machen wir das nächste Mal, wenn wir hierher kommen. Jetzt werden wir zuerst mal das Level... Wie viele Edelsteine fehlen? Ja, das... Das sollte jetzt hinhauen. Haben wir schon mal alle Edelsteine, dann die Mission machen wir später. Ja, hier ist eigentlich der offizielle Weg. Ui, der offizielle Weg dorthin. Hallo, du fieser Faun. Ja, sie ist fies. So, komm. Sehr schön, wir haben alle Edelsteine. Jetzt kriegen wir noch den Talisman. Oh, hi, Drachenjunge. Schiele. Du erwartest wohl, dass ich sage, du bist mein Held. Danke, dass du mich armes Wesen gerettet hast. Bla, bla, bla. Tut mir leid, Kleiner. Ich war nur hier drin, weil ich Ruhe und Frieden wollte. Wie auch immer, die anderen Faune wollen, dass ich dir diesen Talisman gebe. Woher weißt du das? Okay, du hast ja viel Zeit. Na gut. Yay! Bruchhügel-Talisman. Es ist eine Panflöte. Okay, entschuldigst du dich jetzt? Tut mir leid, dass ich so unfreundlich war. Das wollte ich nicht. Sehr schön, sie hat sich noch entschuldigt. Und hiermit beenden wir die Bruchhügel, die gar nicht mal so schlimm sind. Wenn man diese Mission nicht machen muss. Er findet die Musik nicht mal so. Nicht mal halb so schlecht. Ich mag diese Musik. Das ist eher Panflötenmusik jetzt am Ende gewesen als Dudelsackmusik. Aber naja, gut, wir haben noch ein Level vor uns und dann die zwei Fluglevel. Und dann können... Ja, dann können wir schon mal den Boss herausfordern. Gut, ich mache jetzt noch die schattige Oase und die beiden Fluglevel. Ja, es gibt zwei Fluglevel hier. Das ist einfach nur so bösartig. Ja, und da machen wir noch Schluck. Ankunft in schattige Oase. Bam. Und er steckt in der Tür fest. Auch hier werde ich euch auch noch was Lustiges zeigen. Zuerst wackeln wir mal die Flaggen hier ab. Und jetzt reden wir mit diesem Nilpferd. Wie heißt du wieder? Du hast irgend so einen lustigen Namen. Ja, das Nilpferd, irgendwas. Ich weiß, dass das Nilpferd im Namen ist. Spyro, es ist gut, dass du hier bist. Ich wollte eine Beere von diesem Zauberbeerenstrauch pflücken. Aber ich bin nicht stark genug. Wenn du gegen den Strauch rennst oder ihn abfackelst, sollte eine dieser leckeren Beeren runterfallen. Okay, drei Käse hoch. Genau so heißt er. Machen wir das. Ich kann das unendlich oft machen. Schau mal das an. Oh. Ich glaube, Sparrow kann die Beeren nicht essen. Nee, kann er nicht. Leider. Ich finde es schade. Bam. Tschüss, du Geist. Tschüss, du kleiner Krieger. Oh, ein süßer Pfau. Schaut mal, er folgt uns.
Wie süß. Ich mag Pfauen. Pfauen sind schön. Ja, ich folge dir ja schon 3 Käse hoch. So, dann gibt es auch Edelsteine, aber die holen wir erst später. Haha, so kann man dich auch kaputt machen. So, rede dich mit mir, der Käse hoch. Was für ein lustiger Name. Hahaha. Ja. Du musst wohl zu dem Bärenstrauch rübergleiten. Muss ich wohl. Oh, das sind nur Edelsteine. Hey, ein Edelsteinchen. Ein 5er. Ja. Finde ich gut. So, ja. Genauso wie die Bruchhügel kann man das ja auch zum ersten Mal noch nicht auf 100% machen. Weil man entsprechende Fähigkeiten noch nicht hat. Tschüss, du Geist. So, hier zeige ich euch dann noch was. Ein paar, glaube ich, muss ich noch töten. Ach, nicht geschafft. Ich kann man nämlich auch von hinten ganz fies mit einem Flammenwurf mit dem Feueratem kaputt machen.